Ja, Michael, können wir genauso gut teilen, ne, wenn wir uns schon so nett unterhalten. Ich wollte eigentlich nur kurz fragen, wie es dir geht, aber es ist eine ganz gute Idee, eigentlich das aufzuzeichnen, vielleicht zu teilen, dass deine vielen Follower da auch direkt was von haben. Du bist ja also schon super aktiv gewesen, ne? Du bist ja jetzt, ich glaube, gestern, diese Twitch-Stream war gestern, meine ich, ne? Genau, ja, aus dem Krankenhaus. Aus dem Krankenhaus raus und der ist ja schon durch die Decke gegangen, das Interesse. Ja, voll. Also, ich habe ja auch noch ein YouTube-Video rausgehauen. Das habe ich noch in der Nacht geschnitten, bevor ich operiert worden bin. Genau. Gerade auch, wie das war mit der Hand, vor Mit dem der Kampf, ersten nach Hand. dem Kampf. Und habe das noch geschnitten, habe das gestern hochgeladen. Und gestern wurde ich ja operiert und war schon wieder aktiv. Ja, aber die Leute wollen es ja auch wissen. Ja, also Interesse ist da Das sehr groß, auf jeden Interesse ist ja Fall. da. Ja. Dann jetzt, vielleicht Michael, für alle, die jetzt nicht deine Story geguckt haben oder auf dem Twitch-Stream draufgesprungen sind. Kurzes Update in drei Sätzen. Du bist wieder klar, offenbar, nach der härtesten Narkose ever, die du bekommen hast. Aber Ja, also vielleicht erzählst du es selber noch mal kurz. es war echt, also ich habe ja in diesem Jahr, das ist meine vierte Operation schon in Narkose, das muss man sich mal geben. Vier Operationen schon und ich bin das ja auch gewohnt, ich war auch gar nicht mehr nervös. Normalerweise ist man so leicht nervös vor den OPs. Ich war gar nicht, es war so wie Routine, so alles und alles schon so per Du begrüßt, hey, was geht, Zum hey, ich bin Kämpfen, wieder ne? da, ja, ich Ja, bin Michael, da zurück, so, bist ich du kenne dich alle wieder. schon Ja. und war ziemlich chillig so. Aber danach der OP war es krass. Also ich habe echt brutale Schmerzen gehabt. Es war ganz, ganz schlimm. So, ich bin sehr schmerzunempfindlich, aber diesmal war so 9 von 10. Also da haben die mir auch nochmal ordentlich was reingeballert, dass ich war wie Wow. so high ein bisschen danach. Und die OP hat mich schon auch weggeklatscht. Also die Narkose, weil die so lang war, also die Operation war lang, deswegen mussten die Narkose auch stärker setzen, weil ja zwei Knochen gebrochen sind und die zwei praktisch operieren mussten. Und ich war schon richtig fertig. Also ich habe sehr, sehr lange geschlafen dann und so. Aber Gott sei Dank geht es mir jetzt auch wieder gut. Ich habe heute auch Physio war schon drin, ich konnte Finger wieder bewegen. Und ja, er meinte halt, diesmal nicht in 2 Wochen gleich wieder kämpfen, sondern ein bisschen auskurieren bitte. Hast du gesagt, kein Stress, ich habe 6 Wochen Zeit. Ja. Vierte OP, für die, die es nicht wissen, jetzt na, haben wir ein paar Zuschauer, also kein Privatgespräch mehr. Das Knie war das erste und dann dreimal die Genau. Hände. Genau, das Knie war das erste. Dann habe ich in der linken Hand einen älteren Bruch gehabt. Da war ein Knorpel drin. Das tat beim Schlagen immer weh. Also schon ein Jahr lang hatte ich da Probleme. Das wurde dann rausoperiert. Das war ein relativ kleiner Eingriff. War nach meinem letzten Kampf direkt. Und dann 2 Wochen vor dem Kampf jetzt eben die rechte Hand gebrochen, hier die Narbe da. Ja. Und jetzt halt eben die linke. Das mit der rechten Hand war ja, das war eine Story. Ich weiß noch, wie wir die Gespräche gehabt haben, die Interviews und so weiter, diesen Media Day im Ja, Alma Park Gelsenkirchen und die Hand sah richtig geschwollen aus. Das sah echt, also das war nicht schön. ich hab das auch in meinem YouTube-Video gezeigt und erwähnt. Wenn man sich so die Stories anschaut und wirklich auf meine Hand achtet, sieht man die. So. Mich noch? Jetzt wieder. Okay, ja, sorry, ich war gerade irgendwie angerufen. Die war so fett wie so eine Bratpfanne in die Hand. Und ich habe immer versucht, die Hand zu verdecken mit meiner linken. Mit der anderen Hand, ja. Und ich war auch an dem Tag ehrlicherweise brutal nervös, weil es war ja so 18 Stunden davor hatte ich mir die Hand gebrochen. Ich wusste, am nächsten Tag werde ich operiert. Und der Wesener, der war auch noch so unglaublich cool an dem Tag. Also der verspürte so eine Coolness, so eine Ruhe. Und ich dachte mir nur so, fuck, ey. So, man macht sich natürlich schon Gedanken. Und klar war für mich, dass ich kämpfen werde. Und klar war für mich, dass ich den auch hole, egal was ist. Aber trotzdem war es halt so, dass man sich schon Gedanken gemacht hat und vor allem vor der OP, ob das alles gut läuft, ob das schnell verheilt. Und das war schon ein sehr, sehr anstrengender Tag für mich, dieser Sonntag. Ja, also wir haben Michael, ihr seid ja unterschiedliche Charaktere. Und ich bin ja dabei gewesen bei der Waage, beim Media Day und so weiter.
Und es ist zu verspüren, wie, oder es ist ganz deutlich, wie krass der Unterschied ist, wie gelassen der Alex rüberkommt und wie eine gewisse Art von Anspannung oder Emotionalität bei dir mit rüberkommt. Klar. Das war an dem Tag, also hab mir es auch, also ich wusste ja das von deiner Hand natürlich, ja, direkt mit als wahrscheinlich als einer der ersten. Hab dann gesehen, aber mir ist auch aufgefallen, wie du an dem Tag am Media Day immer versucht hast, so die zu verdecken, wie du es gerade erklärt hast. Es war natürlich trotzdem nicht zu übersehen. Und der Alexander Wesner ist halt eine coole Sau. Was? Also der lässt sich nichts anmerken. Der steht vor dir und lächelt dich an und hat die Hände in den Hosentaschen und ist super entspannt. Während bei dir schon da das kocht quasi in dir drin. Aber hey, am Ende, das heißt, er hat es natürlich gewusst, er wusste das von deiner Hand vor dem Match. Die Hat er Frage ist, woher? Hat das gesehen oder Ich weiß es nicht. Er hat es mir auch nicht hat selber gesagt. er? Er hat mir das auch nicht selber gesagt, muss ich dazu sagen, sondern der Arber Belego, Head von BA Box Management, der sein Manager ist, er hat mir das gesagt. Wir wussten das von der Hand. So, Ja, und also das ist ja das, was ich eigentlich zu Ihnen gesagt habe. Es gibt immer Menschen im Umkreis, denen man nicht vertrauen darf. Ist einfach so, es ist Fakt. Das war nicht meine. Natürlich war es ein taktischer Zug von mir, was ich am Ende gesagt habe, was auch nicht so ganz, nicht so cool war, gebe ich zu. Es war aber für mich einfach ein Zug, um mir ein bisschen Sicherheit zu geben, weil ich so unsicher war. Und das gebe ich auch zu, dass ich unsicher war. Aber ich habe da die Wahrheit gesagt, aber auf mich bezogen, weil ich genau weiß, es gibt immer Leute in deinem Umkreis, denen du einfach nicht 100% vertrauen kannst. Und es gibt immer einen, der dir vielleicht doch nicht so was Gutes möchte, wie er dir ins Gesicht sagt. So, das habe ich in meinem Leben gelernt und so wird es 100%. wahrscheinlich auch diesmal wieder gewesen sein. Es gibt immer irgendwelche, also Hater sind ja da und das wissen wir ja. Aber was jetzt, lass uns doch mal jetzt für die Zuschauer oder ne, die sich das anschauen werden, das Match selber. Du hast schon gesagt, du warst nervös vor dem Match. Klar, mit einer gebrochenen rechten Hand auch noch. Dann gehst du in das Match, stehst in Rechtsauslage von Anfang an. Du hast trotzdem mit der rechten auch geschlagen. Also es war auffällig, dass du in die Rechtsauslage reingegangen bist. Es war auffällig, dass du viele oft versucht hast, ihn mit dem Ellbogen abzufangen, also mit Ellbogenstößen ihn abzufangen, wenn er die Distanz geschlossen hat. Aber ich habe nicht allzu viel, aber ich dachte, ich hätte 8 oder 9 Schläge mit deiner rechten Hand ge gesehen. Wie war das? Und ja, erzähl mal ein bisschen. Also zum einen muss ich sagen, dass ich diesmal, klar, als die Hand gebrochen war, war ich nervös und habe Gedanken gemacht. Aber an dem Tag, muss ich sagen, war ich relativ cool. Also es war so, ich war natürlich irgendwie nervös, ist jeder Kämpfer, aber es war so richtig gelassen nervös. Also ich war nicht so aufgeregt wie sonst. Obwohl, ich weiß nicht, ob es an der Halle lag, weil Zuschauer drin waren und ich das ja liebe, wenn Zuschauer da sind, ob sie mich dann ausbuhen oder nicht. Ist eine andere Geschichte. Natürlich war das ein sehr ekelhaftes Gefühl, ausgebucht zu werden. Trotzdem hat es mir irgendwo Motivation gegeben. So, ich bin da wie Michael Jordan. Ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast. Wenn die sagen, du kannst etwas nicht, dann versuche ich es halt 20 Mal besser zu machen dadurch. So. Und dann stärkt mich das. Also, das ist so ein bisschen das Mindset, was ich habe. Und das hat mich dann irgendwie auch so cooler wirken lassen, innerlich für mich selber. Und im Match dann an sich, ja, also ich bin ja eigentlich, ich bin Rechtsauslagenkämpfer, ich stehe immer in der Rechtsauslage meistens. Und das stimmt, dass ich mit der rechten Hand den einen oder anderen Schlag gesetzt habe. Der Schlag war aber nicht 100%, also ich habe niemals im Leben 100% getroffen, weil der Bruch halt noch vorhanden war. Also ein Bruch heilt in 5 bis 6 Wochen. Ich hatte eine gewisse Stabilität drin, trotzdem konnte ich nicht 100% schlagen, aber ich konnte schlagen. Ich habe tatsächlich das erste Mal nach der OP am Freitag an den Pratzen ein bisschen mit der rechten Hand geboxt und habe Aber gemerkt, nur okay, angetäuscht es natürlich. tut ein bisschen weh, aber es geht. So, in dem Kampf habe ich es natürlich gespürt, aber durch das Adrenalin
war es dann so, dass ich gesagt habe, es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schlag, nicht Schmerzen habe, sondern ich schlag, es war aber unangenehm. So. Also es war keine hundertprozentige Sicherheit in der rechten drin. Und dann kam natürlich noch das mit der linken und dann dachte ich mir, okay, scheiße. Also jetzt kämpfe ich halt mit Ellenbogen. Geht nicht anders. Also der rechten Ellbogen hast du ja schon recht früh gesetzt. Am Freitag hast du dir gesagt, gut, es geht, als du dir so rumgetitscht hast. Aber du hast, also eine Pratze ist natürlich was anderes als so ein Kanisterschädel wie der von Alexander. Ne? Also kein No Offense, sagt er ja selber von sich. Klar. Und es war auch deutlich, dass ich weiß nicht, ob das ein Move von ihm ist. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Aber du hast, wenn du mit der Linken geschlagen hast, dann hat er die quasi gesucht und die mit seiner Stirn abgefangen. Ich glaube, Wenn du also ich weißt, was bin mir ich nicht meine. sicher, ich will auch nichts unterstellen oder so. Das müsste ich ihn vielleicht nochmal persönlich fragen. Also wir sind auch gerade in Kontakt und wir verstehen uns auch ganz Ja, gut. ja, ja. Der ist echt ein, also er ist ein korrekter Typ. So wirklich hat ein, ich glaube, er hat ein gutes Herz. Ich kenne ihn noch nicht richtig, aber so von der Art, wie er ist, und wir haben jetzt ein bisschen geschrieben miteinander. Ich müsste ihn das mal fragen. Aber was ich glaube ist, er hat das mit Absicht gemacht, weil er vielleicht dachte, dass er mir diese Hand auch noch verletzt oder dass er die rechte Hand mir verletzt, wenn ich dagegen schlage. Irgendwie so, dass ich damit gar nicht mehr schlagen kann. Vielleicht war das irgendwie der Gameplan und die Taktik von ihm. Kann natürlich aber auch sein, dass das immer macht. Also ich weiß es nicht. Er hat Ich mir habe aber es auch vorher noch gesagt, nie, ich habe es vorher noch nie gesehen von ihm. Es war mir er hat mir neu. aber gesagt, dass sich schon öfters irgendwie Leute die Hände in seinen Kopf kaputt gemacht haben bei so einem Stahlschädel. Also von dem her, ja, also das war definitiv ein Gegner, der am meisten eingesteckt hat von allen, muss ich wirklich zugeben. Ja, hast du erzählt. Also wir haben ja nach dem Event noch zusammen gegessen und alles. Und dann hast du ja auch schon gesagt, dass du gespürt hast, wie deine Kicks gesessen haben. Und nichtsdestotrotz ist der marschiert. Also manchmal, man merkt es ja im Kampf so, okay, der hat jetzt 50% getroffen, 80% getroffen, aber da waren wirklich zwei High Kicks dabei. Ein Hookkick dabei und zwei Backkicks dabei, die voll gesessen haben. Und ich weiß ja, meine Kicks sind nicht schwach. Und es war so, puh, okay, alles klar. Was muss Aber ich er noch marschiert raushauen, dass ich weiter. dich runterkriege? So. Ja, crazy. Also, ey, pass auf, also das Match ist ja, ich glaube, da wird noch eine Weile drüber gesprochen werden. Nice zu sehen war es für mich. Wir sind ja Homies, wir kennen uns, wir verstehen uns. Wie du gerade oder wie du vorhin angesprochen hast, es war auch nicht so, also einmal vom sportlichen Aspekt natürlich und zum Zweiten für mich als dein Freund. Wenn ich mich so bezeichnen darf, dann war es unschön zu sehen, dass du so ausgebuht worden bist auf dem Weg zum Cage. Das kann man manchmal nachvollziehen, weißt du, bei manchen Menschen, die ausgebuht werden oder manche Athleten, die ausgebuht werden, kommt ja schon mal vor. Dann gibt es da aber auch Hintergründe zu. Aber du hast dir ja nichts zu Schulden kommen lassen, du hast niemanden beleidigt, du hast natürlich auch gesagt, dass du jemanden umhauen wollen würdest, aber das ist halt dein Job. So, also du bist nicht ausfallend geworden, du bist nicht beleidigend geworden, du bist nicht, hast niemanden so angegriffen persönlich oder die Familie gar oder ähnliches, wie manche Leute das ja machen. Und das war so unverdient für mich. So, okay, weißt du, du bist jemand, der polarisiert, haben schon ein paar Mal drüber gesprochen und wir wissen, dass es Leute gibt, die darauf warten, dass du irgendwann kippst. Natürlich, wie das in deiner ganzen Karriere gewesen ist immer, kennst du ja nicht anders. Aber da in dem Augenblick fand ich das so unverdient. Und dann war es aber auch schön zu sehen, wie das gekippt hat. Also der gekippt ist vielmehr. Das heißt, je länger das Match ging und je schwieriger es für Alexander geworden ist, da die Distanz zu schließen und an dich ranzukommen, desto mehr wurden dir auch Props gegeben und dann hast du eine schöne Aktion gebracht und dann gab es auch Publikum und alle Publikumsbeifall. Und ja, und zum Ende, als seine Hand gehoben worden ist und so, gab es auch die ein oder andere Standing Ovation, Applaus und alles. Also da wurdest du quasi anerkannt. Also, das ist so ein bisschen so eine Rocky-Story, habe ich das Gefühl. Also, ich habe schon oft darüber nachgedacht, ey, mir ist ja in meinem Leben schon super viel passiert, wie bei anderen Menschen wahrscheinlich in den drei Leben nicht.
Und ich glaube, mein Leben würdest du super verfilmen, also sollten wir mal, sollte mal Ja, ein Drehbuch schreiben, aber das dann, wäre schon ey, cool. ja, lass mich klären das für Aber dich. das Ding ist halt, du hast schon recht, also klar, das habe ich ja gerade gesagt, natürlich ist es ekelhaft, wenn man da reinläuft und man ausgebucht wird. Man ist es aber auch irgendwo gewohnt, aber dass dann, man weiß ja, wie man als Mensch ist. Man weiß ja so, hey, ich habe ein gutes Herz, so ich, klar mache ich meine Fehler, wie jeder Mensch auch. Aber bin Niemand eigentlich ist nicht so perfekt. der Typ, der versucht, Hass zu erzeugen. Und gerade aber durch meine polarisierende Art und auch vielleicht auch durch meinen Erfolg und durch das, was ich halt sonst noch mache, ist es so, dass viele Leute das halt, keine Ahnung, hassen oder damit nicht klarkommen und mich dadurch dann halt nicht mögen. Aber nichtsdestotrotz ist es dann halt so, umso schöner, dass man durch seine Leistung, also im Cage dann, überzeugen kann und sagen kann so, ey, okay, du magst mich vielleicht nicht als Mensch, warum auch immer, weil ich vielleicht nebenbei rap, weil ich nebenbei YouTube-Videos mache oder in einer Serie mitspiele oder weil du mich als Mensch einfach nicht magst, weil ich unsympathisch gegenüber wirke. Aber wenn man dann sagt im Cage, hey, der kann was, der hat Respekt verdient für seine Leistung, dann ist das halt auch was Schönes und es war dann auch echt schön, dass es dann so gekippt ist, die Stimmung. Und man hat es ja im Interview nach dem Fight gesehen, dass ich super emotional war und auch mich wirklich sehr zusammenreißen musste, weil es für mich ein sehr, sehr schöner und wichtiger Sieg war. Und super schön auch zu sehen, dass dann die Menschen, die um mich herum waren, ob es mein Trainer war oder auch dann meine Freundin, im Hintergrund sieht man sie, wie sie auch fast anfängt zu weinen, weil alles so emotional war. Und es war, ich würde fast behaupten, eines der schönsten Siege, die ich hatte. Also es war nochmal ein ganz anderes Gefühl als beim Abdallah. Abdallah war auch ein sehr, sehr schöner emotionaler Sieg, ganz klar. Und das wird man auch in der Dokumentation sehen, die kommt jetzt am Weihnachten, an Heiligabend raus, wie emotional das alles war. Das ist nochmal eine andere Nummer gewesen. Aber das mal beiseite geschoben, war das wirklich mit einer der emotionalsten, schönsten Siege für mich bislang, die ich hatte. Und das war unbeschreiblich. Ich habe auch erst lange gebraucht, um das zu realisieren. So jetzt im Krankenhaus so ein bisschen kommt das alles so langsam. Ich habe mir den Cover nochmal angeguckt selber und dann als Kämpfer ist man dann immer so, ah, das hätte ich noch besser machen können. Hätte vielleicht da noch ein bisschen irgendwie, hätte ich ihn vielleicht gekriegt. Aber letztendlich hat das alles gepasst und ich bin jetzt super glücklich. Ja gut, zufrieden ist man selten wahrscheinlich oder hundertprozentig zufrieden, sage ich mal, ist man selten mit der ganzen Leistung nach dem Match. Ich selber kann das gar nicht, Michi. Also ich bin, wenn ich ihn gekämpft habe, dann warte ich immer eine Woche auf zwei, bevor ich mir das Match selber angucke, weil ich zu, es ist ganz seltsam, im Match habe ich das nicht. Aber wenn ich mich dann sehe, dann merke ich, wie mein Puls hochgeht und alles, wenn ich mich dann selber auf dem Bildschirm sehe, dann ist es noch Ja, zu genau. frisch quasi alles. Ich warte immer, so, lass mal eine Woche auf zwei vergehen und dann mache ich das. Aber du hast, ja, du hast gerade gesagt, nochmal ein Video kommt. Also du hast ja gesagt, du wirst noch 7 Videos sogar machen dieses Jahr. Genau. Wie sage ich immer, der 400%-Mann zwischen Schauspielerei und Rap und Schule und Sport und was du alles machst. 7 war richtig, ne? Hast du gesagt? Genau, das ist 7 ist geplant. Also geplant. 7 Videos, einschließlich der Doku, die zählt auch dazu, habe ich vor, im Dezember rauszuhauen. Ja, oh, krass, krass, krass. Also du hast das Video, glaube ich, gestern rausgebracht, keine 24 Stunden her. Genau. Und grad, Man also muss jetzt mal dazu kurz sagen, abschalten. ich Ja. hab ja nach dem Kampf gleich also einen Tag nach dem Kampf, einen Livestream gemacht auf Twitch mit meiner Freundin zusammen. Und habe da dann schon ein bisschen darüber gequatscht. Und dann am nächsten Tag, also vor der OP, auch nochmal einen Livestream gemacht und habe dann in dem Livestream das Video praktisch gleich mitgemacht. Also habe gesagt, passt mal auf, Leute, ich mache jetzt kurz ein Video mit, dann auf die Sachen reagiert, habe dann die Sachen schon vorbereitet mit den Röntgenbildern, die mir gezogen vom Krankenhaus, die ganzen Stories habe ich auf meinen PC geladen und habe das dann praktisch im Livestream, habe ich darauf reagiert. Und dann am Abend oder in der Nacht noch vor meiner OP geschnitten, hochgeladen und dann halt, ja. Das ist alles, was man so im Hintergrund gar nicht so Alles so, was mitbekommt. man sagt vor einer OP. Ja. Also, wenn du deine Hand so hältst, die rechte Hand, ich spreche jetzt von der rechten Hand, sieht man immer noch, wie geschwollen die ist.
Also, dass du damit ein MMA-Match bestreitest, gegen einen solchen Gegner, in einer solchen Halle und du sagst, denn die Coolness hast zu sagen, ja, pass auf, ja, meine Hand ist gerade gebrochen worden, 12 Tage vorher. OP und jetzt gehe ich da rein gegen den, wo ich weiß, dass es vermutlich der kompletteste Kämpfer ist, dem ich gegenüber gestanden habe in meiner Karriere. Und dass du das immer noch durchgezogen hast, dass du im Match dann diese Leistung hast bringen können, dass es auf den Boden ging und du den Gegner gesweept hast. Das heißt, da nochmal eine Chance gehabt hast, nachdem es anfänglich ja alles im Stand sich abgespielt hat, dass du da nochmal die Chance gehabt hast, finde ich auch ganz nice, ehrlich gesagt, dass du, weil ja, dass du der bessere Kickboxer bist, stand ja außer Frage. Und dass du hast zeigen können, okay, hier sind meine Skills und da ist jemand von der Armbar Academy, von dem man ausgehen würde, dass er gut am Boden ist, dass du da die Situation reversed quasi und das Match beendest in der Top-Position, in der Halfguard. Da kann man nur Props geben. Also wer jetzt noch hatet, dann den wirst du auch später nicht mehr überzeugen können. Weißt du? Also für mich war es auch wirklich so, dass ich habe ja wahnsinnig viel Boden auch trainiert und habe auch super gute Jungs im Gym, super guten Trainer, einen Dennis und einen Patrick, die dann mich da auch drauf getrimmt haben. Und ich habe mit meinem Flo trainiert, der auch ja im Grappling eine Macht ist. Und ich hatte dann wirklich im Match, auch als ich runtergegangen bin auf dem Boden, null das Gefühl, fuck, fuck, fuck. Sondern es war wirklich so, okay, ich bin jetzt unten, dann mache ich jetzt weiter. Also ich hatte so diese Coolness, so, ich hatte keine Angst, es war wirklich so, okay, dann messen wir uns jetzt auf dem Boden. Und dann habe einfach durchgeatmet, habe ihn fixiert, habe dann den Butterfly gesucht und dann habe ich ihn auch relativ schnell, glaube ich, nach 30 Sekunden rumgekriegt. Und war dann auch noch am Überlegen, ja, mache ich da jetzt weiter, gehe ich jetzt noch all in, ground and pound ich jetzt, versuche ich zu passen, habe ich auch ein bisschen, habe mich erst nicht gelassen. Ich glaube, wenn ich 100% gemacht hätte und versucht hätte, hätte ich es irgendwo geschafft. Aber ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf, okay, meine Hände sind am Arsch. Der Sieg ist sicher. Ich fixiere ihn einfach. So, ich beende das jetzt einfach hier, indem ich ihn pinne. Fertig. Und so war Das nennt man Fight IQ, Michi. dann Fuck, fuck. Bevor du dann nochmal, also die Zuschauer lieben ja spektakuläre Athleten. Und die Zuschauer lieben das, wenn einer all-in geht, immer und ein klasse Match bringt. Dazu gehören wohl immer zwei. Dein Gegner muss natürlich auch mitmachen und darf da nicht stallen, wie man sagt. Aber in dem Augenblick, wenn der Sieg sicher ist und du hast noch 45 Sekunden auf der Uhr, dann sicher dir den Sieg. So, es wäre, ich meine, am Ende, offen gestanden, nach der Leistung, die du gebracht hast, nach der Tat oder gemessen an der Tatsache, dass du mit gebrochener Hand schon ins Match gegangen bist, wenn du zum Ende nach dem Sweep, keine Ahnung, in eine Armbar gefallen wärst oder in eine Guillotine gefallen wärst, wären die Props wahrscheinlich nicht weniger groß dir gegenüber. So, das heißt, so dann der Sieg ist so das, wie sagt man, die Die Kirsche. Tüpfelchen. Aber die Leute, ich denke, dass du viele Fans gewonnen hast, dass du viele Leute überzeugt hast an dem Tag. Mein Video, das jetzt, wollte ich gerade sagen, dass ich eben heute Morgen irgendwann, schon spät, von gestern, wieder keine 24 Stunden ist es jetzt her, er hat sich schon, keine Ahnung, 23.000 Views oder sowas. Das wäre wahrscheinlich bei 27 oder so inzwischen. Also die Fanbase ist ja ungebrochen. Und ich bin sicher, dass da nochmal ein bisschen was dazugekommen ist, auf jeden Fall. Nice zu hören, und das ist ja in den meisten Fällen so, nicht immer, wohlgemerkt, weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber nice auch zu hören, dass du sagst, okay, es gab diese Beef-Situation, du hast selber gesagt, so, ich habe den für einen coolen Typen gehalten, und hat er sich innerhalb von einer Sekunde so die Sympathie von mir verscherzt, dass sich damit verscherzt. Und dann sagst du, jetzt hast du gerade oder vorhin erwähnt, dass ihr noch in Kontakt seid, dass ihr schreibt, dass ihr sprecht und so weiter, und dass du sagst, er ist ein cooler Typ mit einem guten Herzen und das
Und ist auch eine nice Erfahrung, sowas. Also man zusammenwachsen und so bringt der Sport eben Menschen zusammen letzten Endes. Aber ich denke, das hast du schon ein paar Mal erlebt, vermutlich in deiner Karriere. Ja, also Vielleicht. es ist für mich immer so, auch im Vorfeld dieses, was viele Menschen leider nicht verstehen, ist, natürlich redet man vor dem Kampf ein bisschen härter, vielleicht auch ein bisschen arroganter und selbstsicherer, weil man eben, was soll ich denn sagen? Ich sage ja nicht, jo, vermutlich würde ich auch verlieren können. Nee, man sagt natürlich, ich bin der Bessere und ich gewinne gegen dich und ich knock dich aus. So, das ist halt. Das gehört halt irgendwo dazu, um A, sich selber zu pushen, B, um den Gegner vielleicht zu verunsichern und C, man, es ist ja auch irgendwo in Anführungsstrichen Entertainment, das gehört ja auch dazu. Und was aber letztendlich alles scheißegal ist, was dann zählt, ist, wenn du in den Cage reingehst und ablieferst. So, und alles andere, was davor war, auch wenn es jetzt nicht wirklich sehr unter die Gürtellinie ging oder persönlich war, kann man verzeihen und vergessen. Selbst Abdallah habe ich verziehen. Mit der ganzen Nummer, was er gebracht hat. Vergessen werde ich das nie und ich werde auch nie mit ihm befreundet sein. Das geht einfach nicht, aufgrund von meinem Stolz. Und das wird auch bei gewissen anderen Personen nicht der Fall sein, die dann meine Familie beleidigen oder auch wirklich unter die Gürtellinie gehen. Aber bei allen anderen sind die nach dem Kampf, sind das Freunde für mich oder Menschen für mich, wo ich sage, hey, ich habe kein Problem mit dir, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg, fertig. Und so gehört sich das natürlich auch im Kampfsport und auch umso schöner dann, als wir dann den Kampf beendet hatten, beide auf dem Boden waren, uns Respekt gezollt haben, umarmt haben und dann war diese ganze Sache erledigt. Und genau so ist Kampfsport und so sollte Kampfsport sein. Beef dich an, mach dich fertig, aber nach dem Kampf und in dem Kampf ist Respekt da und alles gut. Us. Ja, auf jeden Fall nice Worte. Auskurieren. Komplett auskurieren vielleicht mal zur Abwechslung. Ja, also natürlich werden wir jetzt weiterarbeiten noch, also an meiner Technik, an meinen Skills, aber es wird jetzt erstmal wirklich ein paar Wochen, also mit den Händen erstmal mehrere Wochen, dass die komplett heilen, gar nichts gemacht. Ich denke mal, dieses Jahr werde ich mit den Händen nichts mehr machen. Natürlich versuche ich mich weiterhin fit zu halten. Ich versuche in diesem Jahr auch noch so ein bisschen an meinen Skills zu arbeiten, aber es wird so ein bisschen ausgeklingt. Ich habe jetzt noch viele, viele andere Projekte, die ich jetzt bis nach dem Kampf geschoben habe, die ich jetzt noch erledigen muss. Da kommen noch, wie gesagt, die Doku raus, noch ein paar andere Sachen. Und Willst du ein dann bisschen was nach. teilen schon? Bitte? Willst du schon ein bisschen was teilen? Die Leute sind auch immer interessiert, was noch ansteht. Die Doku ist eigentlich fast fertig. Es sind nur noch die Beats, die ausgewechselt werden müssen, weil mir GEMA das sperrt. Das kommt auf YouTube kostenlos. Also, ich hatte überlegt, es auf Amazon Prime zu bringen, hat auch die Berechtigung dafür. Aber wir bringen es jetzt auf YouTube komplett kostenlos. Und vielleicht wird es irgendwann mal auf Amazon Prime verfügbar sein. Für Netflix hat es nicht gereicht, da brauchst du gewisse Anforderungen. Kommt noch. Kommt vielleicht noch irgendwann mal eine andere Doku oder einen anderen Film vielleicht oder Irgendwann kommen die auf dich zu, Vater. so. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. So, das ist ja so ein bisschen mein Traum, so wenn man mal meine Story irgendwie verfilmen würde, weil ich ja wirklich unglaublich viel erlebt habe, was viele Menschen auch so gar nicht so auf den Schirm haben, was bei mir eigentlich alles passiert ist. Und ich glaube, dass das Alles, eine was im Geschichte ist. Hintergrund läuft, ja. Alles, was im Hintergrund Ja, ich läuft, glaube, das ist kriegen nicht ein. immer alle mit. Und also ich denke, also pass auf, wir wissen beide, so das Interesse wäre da. Ich glaube auch, Also. dass das eine Geschichte ist, die andere sehr motivieren könnte, einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ich kriege auch super viele Nachrichten von vielen, vielen, vielen Menschen, die mir sagen, hey, unglaublich, dass du immer weitermachst und du gibst mir Kraft, dass ich auch an mich glaube und auch versuche, die Steine zu nehmen, die mir in den Weg gelegt werden und beiseite zu räumen und weiterzumachen. Das ist halt ein schönes Gefühl, dass man da auch noch so einen Mehrwert bringen kann für die Menschen da draußen. Und ja, nochmal kurz zurück. Also dieses Jahr wird nochmal komplett auskuriert. Nächstes Jahr geben wir dann wieder Gas. Und ja, das ist der Plan. Wir haben jetzt noch eine schöne Feier am Samstag. Am Und Samstag, ja. Michi, komme ich auf dich zu, auf der Feier, nehmen wir uns kurz die Zeit Ja. und dann Trinken wir erstmal einen kurzen zusammen. ja,
Ja, den überlasse ich dir. Ich trinke mich bald bei Wasser oder Milch. Aber dann sprechen wir über deine Ellbogenstöße. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was optimieren. Sehr geil. Also ich habe Sehr geil. die ja gesehen, noch nicht oft, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich die beim Training irgendwann gesehen habe, wie du sie beim Training gemacht hast. Nicht wirklich, nee. Ich weiß, dass ich die noch verbessern muss. Ich muss mehr mit der Spitze treffen. Und unter anderem kann man das machen, ja. Aber machen wir am Samstag in Ruhe. Ja, Michael, okay, nicer Talk. Danke dir für deine Zeit. Gute Besserung an dich natürlich an dieser Danke auch. Stelle. Ich bin sicher, die Community wird ein bisschen das zu schätzen wissen, was du jetzt nochmal geteilt hast, für die, die, wie gesagt, nicht auf den anderen Streams gewesen sind. Und dann sehen wir uns am Samstag, hoffe ich, Ja. wenn ich es hinbekomme. Würde mich freuen. Du wirst fit, du wirst gesund. Du lässt die Auf jeden Hände mal ein Fall. bisschen ausheilen. Und dann hören wir bestimmt bald von dir. Und Yes. danke, dass ihr euch das angeschaut habt, Leute. Michael Danke Smolik dir. mit Mokiyoko, wir sind raus. Haut rein. Ciao, ciao.